Smart Home ist auf der IFA 2017 wieder ein spannendes und großes Thema. Ich stehe hier am Stand von Elgato. Der Hersteller hat ein paar neue Smart Home Geräte vorgestellt. Beginnen wir mit dem Update des smarten Heizkörperthermostat Elgato Thermo. Das Neue hieran ist, dass man die Temperatur direkt am Thermostat per Touch-Bedienfeld einstellen kann. Das war Feedback, was sich Elgato von seinen Kunden zu Herzen genommen hat, um einfach das Produkt nochmal zu verbessern. Das nächste Smart Home Produkt, was ich euch vorstellen möchte, kann ich euch leider gerade nicht zeigen. Das ist der Eve Aqua. Das ist quasi ein kleiner Kasten, den ihr zwischen den Wasserhahn und euren Gartenschlauch einschaltet. Und der hat dann so eine Funktion, den Wasserzulauf zu regulieren. Und ihr könnt dann, wenn es beispielsweise ein heißer Sommertag war, über 30 Grad, dann könnt ihr euren Rasen besprenkeln lassen und es auch einstellen, dass es automatisch passiert in der App. Das nächste Smart Home Produkt von Elgato ist der Eve Smoke, ein smarter Rauchmelder, der euch alarmiert, wenn er Rauch erkennt, auch per Smartphone-Benachrichtigung. Er verbindet sich auch mit anderen Rauchmeldern, sodass ihr wirklich im gesamten Haus benachrichtigt werdet, falls Rauch entsteht. Der nächste Elgato Smart Home Produkt ist das Eve Window Guard. Das ist ein Fensterkontakt. Den seht ihr hier. Der wird hier auf der Unterseite installiert und er erkennt, ob euer Fenster offen, geschlossen oder angekippt ist. Außerdem erkennt er auch, ob euer Glas, ob euer Fensterglas sozusagen eingeworfen wird und auch Schläge. Könnt ihr auch wieder per App einstellen, nach wie vielen Schlägen ihr sozusagen benachrichtigt werdet. Das nächste Smart Home Produkt ist Eve Lock. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier sehen könnt. Das ist ein smartes Türschloss, das er automatisch erkennt, wenn ihr bei eurem iPhone den GPS-Standort angeschaltet habt, dass ihr vor der Tür steht und entriegelt dann eure Haustür. Das passiert dann auch per Siri oder per App. Und genau, die ganzen Elgato Eve-Produkte sind mit Apple HomeKit kompatibel. Und zur Verfügbarkeit und zum Preisen hat der Hersteller leider noch nichts gesagt. Wir vermuten, beziehungsweise Elgato sagt auch selbst, ja, dass wir dieses Jahr noch mit den neuen Komponenten rechnen können.